Ninja Legend of the Scorpion Clan. Wie der Name es schon verrät, wird bei Ninja Legend of the Scorpion Clan jeder von euch einen Ninja-Clan anführen. Dabei steht auf der einen Seite der Clan des schwarzen und roten Skorpions mit dem Ninja und dem Verräter, die jeweils ein bestimmtes Missionsziel verfolgen. Und auf der anderen Seite steht der Clan der Löwen mit seinen Wächtern, der versucht, sein Anwesen zu schützen und die Eindringlinge daran zu hindern, ihren Auftrag zu erfüllen. Die Missionsziele hat dabei der Wächterspieler zu Beginn des Spiels geheim auf seinem Plan im Anwesen verteilt. Aber auch Fallen und versteckte Wachen hält er so für die Eindringlinge bereit. Der Rundenablauf ist dabei recht einfach. Jede Runde besteht immer aus 4 Phasen. In Phase 1 bis 3 wird dabei hauptsächlich der Wächterspieler agieren und so je nach Alarmlevel zum Beispiel Karten ziehen, Aktionskarten einsetzen, um die Eindringlinge zu bekämpfen und nach ihnen zu suchen, aber natürlich auch seine Wachen bewegen, um die Eindringlinge zu finden. Diese treten dann in Phase 4 in Aktion und können ihrerseits dann sich bis zu 3 Felder bewegen. Diese Bewegung wird allerdings größtenteils geheim auf dem eigenen Lagerplan stattfinden. Aber auch die Eindringlinge besitzen Aktionskarten, die sie während ihres Zuges einsetzen können. So können sie zum Beispiel mit Shuriken die Wachen aus der Ferne beseitigen, um unentdeckt zu bleiben, oder Seile nutzen, um über Mauern zu klettern. Ninja Legend of the Scorpion Clan ist also ein taktisches Versteckspiel, bei dem es gilt, geheime Bewegungen zu adaptieren und seine Karten clever einzusetzen. Ninja Legend of the Scorpion Clan, ein spannendes Spiel für 2 Spieler ab 12 Jahre, das sich auch gut zu dritt und zu viert spielen lässt. Viel Spaß beim Spielen!